Mein Name ist Alex Nassmacher, ich bin 20 Jahre alt, mache eine Ausbildung als Chemielaborant an der Uni Münster. Ich habe mich für die Ausbildung als Chemielaborant entschieden, weil ich in der Schule Chemie schon cool fand und gedacht habe, dass ich dann nach der Schule eine Ausbildung als Chemielaborant machen werde. Das Besondere an der Ausbildung ist, dass halt das Praktische im Vordergrund steht, dass man halt viele Versuche selber macht. Man kennt es ja aus der Schule, da macht der Lehrer das für das vor, man lernt nur die Theorie. Was halt hier wichtig ist, dass man halt selber auch damit arbeiten kann. Unser Professor hätte gerne für die Vorlesung eine Standard-Rührapparatur zur Demonstration aufgebaut. Ja, hier an der Uni finden natürlich auch Vorlesungen für die Studenten statt und unsere Aufgabe ist es dann halt, Experimente, die in der Vorlesung vorgeführt werden, vorzubereiten und diese dann auch später vorzuführen. Für eine Ausbildung an der Westfälischen Wilhelms-Universität sollte ein Ausbilder natürlich einen guten Realschulabschluss mitbringen, eine gewisse naturwissenschaftliche Neigung und natürlich teamfähig sein. Der Kontakt zu den anderen Azubis ist super und ich denke mal, ja, wir verstehen uns alle super und haben auch eine Menge Spaß bei der Arbeit. Wir haben ja immer zu jedem Zeitpunkt aus allen drei Lehrjahren Auszubildende, das heißt, es gibt alte Hasen und Frischlinge und gerade für die Neuen ist es schon wichtig, eben auch Tipps zu bekommen von denen, die schon länger da sind. Aber natürlich bieten wir auch hier von Seiten der Ausbilder einen sogenannten internen Unterricht an, wo wir also die Ausbildungsinhalte nochmal nach- und vorbesprechen. Die Auszubildenden zum Chemielaboranten haben für uns eine große Bedeutung. Die Auszubildenden arbeiten von Anfang an mit den Doktoranden zusammen, mit den Wissenschaftlern zusammen. Das heißt, sie sind direkt in die Forschungsprojekte eingebettet, sind dadurch auch hoch motiviert, haben einen hervorragenden Kenntnisstand, den sie dann später in Industrie oder auch in Forschungsinstituten bestens einbringen können. Die Tätigkeit, die Mareike hier gerade ausführt, ist unmittelbar wichtig für ein wissenschaftliches Projekt. Sie nimmt hier gerade, was man sehen kann, diese rote Nährlösung. In diesen Zellkulturflaschen befinden sich Zellen, lebende Zellen. Und die müssen über einen ganz bestimmten Zeitraum kultiviert werden. Da muss man eben dann die Zellen entsprechend alle paar Tage versorgen. Wie man zu Hause den Hund füttert, so müssen auch quasi die Zellen gefüttert werden. Chemie ist cool und es macht mir halt einfach Spaß, jeden Tag neue Dinge zu entdecken. Ich möchte Chemielaborant werden, weil einfach Chemie überall drin vorkommt und man ohne gar nicht leben würde. Und natürlich auch wegen den ganzen Knalleffekten, die es gibt. Ich habe mich immer schon für Chemie interessiert und das gibt einfach nie aus zu lernen. Deswegen interessiert mich der Beruf so. Chemie kann man für mich nicht in Worte fassen. Chemie muss man erleben. Ich möchte Chemielaborant werden, weil die Chemie den Dingen auf den Grund geht. Chemie schockt. Man kann bei uns ein zweiwöchiges Praktikum als Chemielaborant machen, um halt in den Beruf Einblicke zu gewinnen und zu schauen, ob das das Richtige für einen ist.